Die Sara-Tanzgruppe hat sich mit dem Thema Schwäbische Hochzeit 2013 das erste Mal auseinandergesetzt, als der Leiter der Gruppe, Peter Schweininger, in Zusammenarbeit mit dem Komponisten und Dirigenten Tomasz Forgosz aus dem in der Gemeinde gesammelten Material eine Hochzeitschoreografie zusammengestellt hat. Ein kurzer Auszug nun daraus. Im August 2016 veranstalteten die Saarer eine originalgetreue schwäbische Hochzeit statt der Bühne in der Gemeinde. Etwa 80 Mitglieder der Volkstanzgruppe spielten die Rollen der Eltern, der Pateneltern, der Braut, des Bräutigams, der Kranzelmädchen und so weiter. Es gab zwar keine richtige Eheschließung, das junge Paar hat in der Wirklichkeit nicht geheiratet, aber alle machten interessiert und begeistert mit. Auch die Teilnehmer des in Ungarn stattgefundenen Welttreffens der Donauschwaben waren anwesend. Sommer 2016 in Saar. Die Gemeinde liegt im Komitat Weißenburg am Fuße des Wirtesgebirges auf der halben Strecke zwischen Dotobanje und Bitschke. Die Tanzgruppe aus Amerika ist in diesen Minuten angekommen. Die anderen Teilnehmer des dritten Welttreffens der Donauschwaben aus den USA, aus Kanada, Brasilien, Rumänien und Deutschland sind schon da. Etwa zwei Wochen lang dauert die internationale Veranstaltung in Verisvár in Ungarn und ein wichtiges Anliegen dabei ist auch das Erleben der alten schwäbischen Traditionen. In Saar lernen Sie heute die Hochzeitsbräuche kennen, die im Leben der schwäbischen Gemeinschaft des Ortes bis zur Vertreibung fest verankert waren. Die Saarer Tanzgruppe, eine beinahe 20 Jahre alte, stets mit großem Engagement arbeitende ungarndeutsche Formation, wird die traditionelle schwäbische Hochzeit spielen. Gruppenleiter Peter Schweininger stellt den ausländischen Gästen den Ort und seine Hochzeitstraditionen in einer Kurzpräsentation vor. Es finden ja solche Welttreffen des Öfteren in Ungarn statt. Ungarn ist ein guter Mittelpunkt, nicht? Ja, natürlich, weil in Ungarn sind noch sehr viele traditionelle Gruppen da, wo uns Donauschwaben noch zeigen, wie haben die Donauschwaben früher gelebt, wie haben sie gearbeitet. Zum Beispiel jetzt, wenn man die Hochzeit zeige, wie haben die Schwoben ihre Hochzeit gefeiert früher. Jetzt ist bei uns die Hochzeitzeit in unserer Tanzgruppe. Es war im vorigen Jahr 4 Hochzeiten in der ersten Tanzgruppe und jetzt hatten wir 2 Hochzeiten, also eher wahre Hochzeit. Und dann habe ich daran gedacht, es wäre gut, einmal die alte Tradition auch vorbeibringen. Und gab es noch Leute, die darüber berichten konnten, die das erzählen konnten? Gott sei Dank schon, aber natürlich immer weniger. So beginnt das Drehbuch der Saarer schwäbischen Bauernhochzeit. Die Hochzeitsgäste versammeln sich je nach verwandtschaftlicher Zugehörigkeit im Hause der Braut oder des Bräutigams. Die Kranzelmädchen und Burschen gehen mit den Spielleut zuerst den Bräutigam zu verabschieden und abzuholen. Lebt wohl, geehrte Hochzeitsgeister! Ich werde heute meine scheine Braut mit frohem Herzen zum heiligen Altar führen. Aber mein Herz tut er weh, dass ich mir Vater und meine Mutter verlassen muss. Lieber Vater, dir bedanke ich alles, dass du mir erklärt hast und dass du einen richtigen Mann von mir gemacht hast. Gott soll mit dir sein. Liebe Mutter, mein Herz tut weh, dass ich dich verlassen muss. Danke, dass du mich aufgezogen und allerweil geschützt hast. Gott soll dich behüten. Gott segne, liebe Geschwister,
die heute auch verlassen. Und jetzt beten wir Vater unser. Vater unser, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. So komme uns dein Reich, dein Wille geschehen, wie im Himmel es aus Erde. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Und jetzt gehen wir alle gemeinsam zum Haus der Braut. Bitte schön. Als David jetzt, unser Bräutigam, sich von seiner Familie verabschiedete, dann hatte ich die Rolle, seine Worte zu übergeben. War das früher auch so? Das war immer so. Mädel gesprochen. In Zahr war das immer so. Immer so? Und der Spruch, ist das der alte, der traditionelle? Der alte, ja. Deine Hochzeitsgäste. Wo Gott und Mensch wollen ein da plänen zu einem gemeinsamen Leben. Lieber Vater, dir danke für alles Gute und das Malerweis so gern hast gehabt. Der liebe Herrgott soll mit dir sein, der soll dich behüten. Liebe Mutter, wenn ich zu dir rede, tut mein Herz weh. Dir danke ich, dass ich auf der Welt bin und dass du mir aufgezogen hast und von allen Schlechten bewahrt hast. Der liebe Gott hat so wollen, dass ich heute von dir Abschied nehmen soll und ein eigenes Leben mit meinem Maul anfange. Gott segne auch die liebe Geschwister. Mit einem habe ich mein ganzes, scheines Kinderleben verbracht, im Guten und im Schlechten. Und jetzt beten wir alle Vater unser für eure glückliche Ehe. Vater unser, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich bin der erste Junggeselle und Junggeselle, erste Jungsein, sagen wir bei uns. Und naja, Zeremoniemeister würde ich sagen. Hier im Fest, im Ball, gibt es auch Traditionen, die für uns noch ein bisschen neu sind. Aber eher ganz alte Traditionen, die sollten wir auch lernen. Da haben wir ein paar Proben gehalten. Unterwegs aus dem Haus der Braut bis zur Kirche, die im Zentrum von Saar steht und Johannes dem Täufer gewidmet ist, spielt die Kapelle einen Trauermarsch. Trauermarsch, weil die Eltern von besonders der Braut sehr traurig sind und auch die Braut ein bisschen traurig ist, weil sie die Mutter verlassen muss. Und darum spürt man einen Trauermarsch. Ich denke, alle haben verstanden, was eine Hochzeit bedeutet und was eine Hochzeit früher bedeutete. Und die Reihenfolge, wie dieser ganze Hochzeitszug in die Kirche gegangen ist, ist der festgelegt? Das ist ganz alt. Zuerst geht der Bräutigam und die Braut an der Reihe. Und dann kommen die Kranzenmädel vom Braut und dann vom Bräutigam. Dann die Hochzeitsleute und ganz am Ende kommen die Eltern und Großeltern. Heute feiern wir eine traditionelle Hochzeit von einem alten Schwabentum. Und die Ines und David haben sich bereit erklärt, diese schöne traditionelle Hochzeit mitzumachen. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch sagen, ich bin begeistert. So Schönes habe ich schon lange nicht gesehen. In Tirol oder Vorarlberg oder in der Steiermark sind die Leute schön angezogen. Aber hier in Saar, liebe Leute,
Ich bin perplex. Es ist wunderschön. Gott der Herr hat euch als Mann und Frau verbunden. Er ist treu. Er wird euch zu euch stehen und das Gute, das ihr begonnen habt, vollendet. Im Namen Gottes und seiner Kirche bestätige ich den Ehebund, den ihr geschlossen habt. Als ich noch Kind war oder Jugendliche, habe ich das erlebt. Erste Mal haben sie den Bräutigam abgeholt, dann die Braut und dann sind sie zusammen alle in die Kirche gegangen. Und in Kirche war alles auch so wie heute, Trauung. Und dann gingen sie auch um den Altar? Ja, ja, ja. Aber damals gingen alle Leute, alte, alle. Auch alle, die Gäste? Alle Gäste, alle. Und da haben sie Geld opfert. Und dieser Geld ist für die Kirche gekommen. Dort ist zu meinem Gedächtnis. Nach der Trauung ertönt schon die frohe Musik. Traditionelle Klänge begleiten das junge Paar in das Hochzeitshaus. Bleibt wohl, geehrte Hochzeitsgäste! Scheine Braut, hier darfst du nur dann reingehen, wenn du mir einen Namen sagst. Boschadina, das ist mein Name. Das ist falsch. Ich bin jetzt die Maceri Davidne. Na so was, das ist da richtig, kannst du reingehen. Auch die Musikanten dürfen vom Hochzeitsfoto nicht fehlen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt gemeinsam, wenn ihr das könnt, komm, Herr Jesus, sei unser Gast, segne, was du uns bescheret hast. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und jetzt kommt das Wirkliche. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemüse. Das Abendessen beginnt mit der Hühnersuppe. Der junge Ehemann serviert sie seiner frisch gebackenen Frau. Und dann kommt der sogenannte Paradeissauce und dann kommt die Fleischen, also die Braten dazu. Was früher auch war. Ja, und als Gebäck? Ja, die Gebäcke haben unsere Omas gebackt, also die sind auch traditionell. Das, was man früher immer gebacken ja, hat. Ja, hier ja. Gibt es keinen Strudel und sowas nicht? Solches nicht. Nee, bei uns war kein Strudel. Pucherei und die Pucherei haben alle, das war früher so, die Leute haben das zum Pochen alles zusammengetragen. Mehl, Zucker, Eier, Hühner zum Suppe und alles. Nur die Familie hat Schweine geschlachtet oder Kalb oder so. Während des Abendessens gibt es auch einen alten Brauch. Gute Gesundheit für die Bauer einmal. Sie tanzen wie die Rahl und fräsen wie die Fahl. FIFA! FIFA! Sogenannte Spruchsong, wenn man aufsteht und klingelt mit einem Glas. Und für ein paar Penge oder vorhin kann man ein kleines Gespräch halten, das kann auch lustig sein. Einen kleinen Spruch aufsagen. Ja, einen kleinen nicht? Spruch aufsagen. Da wird eigentlich nur das Beste gewünscht für das Ehepaar. Oder sind das so witzige Sachen? Das beide.
Kuchen steht der Hauke. Der Bräutigam ist ein Hauke. Vielfalt! Meine Mama ist schön und meine Mama ist gut, aber ich trotzdem gut. Meine Nachbar Hobikern wird der Hochter schämen. Vielfalt! Spaß gehört zur Hochzeit. Der Schuh der Braut wird gestohlen und muss vom Patenonkel für gutes Geld zurückgekauft werden. Also was sagst du? Wie viel Bänke wert ist der? 5 Bänke. 5 Bänke hat er gesagt. Hat er 20 gesagt. Na? Passt es? Ja, 20. Der hat gesagt, passt. Nein, der Dusch. Nein, liebe Braut, du musst das erste tanzen mit deiner Kerl. Also dann tritt bitte über den Tisch. Musik. Ja. Mal hat immer die Braut getanzt, das war immer ihr erster Tanz. War nicht so große Zelt oder Räume, die Zimmer haben sie ausgeräumt und dann, das war das zum ja. Feiern. Und wann, bis wann haben die Saarer noch so in der Volkstracht und nach dieser Tradition? Anfang 70er Jahre. 70er Jahre ja, sogar? Ja, 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 das war dann immer. Na, dann sind schon die Frauen ausgezogen, die Haare geschnitten, kein Kopftuch. Weggelassen. Alles sowas, leider. Welche Änderungen gibt es, wenn man das jetzt vergleicht? Das war damals eine Choreografie für die Bühne, für die Sporthalle. Und heute das erste Mal auf der Straße. Was ist hier charakteristischer? Was musste man weglassen? Ja, eine Choreografie zu machen war mir viel leichter. Ich habe einen Plan, dass wir es Jahr zu Jahr nicht nur für unsere jetzigen Gäste, heutige Gäste, sondern auch für die ganze Gemeinde organisieren werden. Und dort dann können auch die Kinder dieses Gefühl immer besser erleben. Und vielleicht möchte jemand nach schwäbischer Tradition heiraten. Ja. Bei ja. der nächsten Hochzeit. Das war meine ursprüngliche Idee. Kranz, wo kann man noch so einen Kranz? Das haben wir selbst angefertigt. Es gibt noch einige ältere Frauen, die das zeigen können, wie man das früher gemacht hat. Ja, und was kann an einer schwäbischen Hochzeit solche Jugendliche begeistern? Ich glaube, das ist ein anderes Gefühl, eine Hochzeit zu erleben. Ist das möglich, dass jemand nach schwäbischer Tradition tatsächlich heiratet? Denn heute wurde das ja nur gespielt. Ich glaube, das ist möglich. Jetzt ist es so wirklich wie eine Hochzeit, wie es damals passierte. Ja, wie viele Mitglieder machen mit von der Tanzgruppe? Von der Tanzgruppe etwa 70 mit den Musikanten und noch etwa 80 Leute aus der Ferne, also aus der USA, Deutschland, der Dachverband und so. Sind ganz schön viele, das ist eine ganz große Hochzeit geworden. Ja, das ist schon eine große Hochzeit. Ja. Leider könnten wir vom Dorf nicht zu viele Leute, nur die uns geholfen haben, einladen, weil das Zelt ist zu klein für uns. Zu klein für so viele Leute, wenn sie alle tanzen. Das war sehr große Interesse. In der Nacht. Und gerade wo die Stimmung den Höhepunkt erreicht, kommen die nicht angemeldeten Gäste und machen großen Krach. Applaus.
Nach dem Knallen dürfen sie in das Hochzeitszelt hineingehen und 3 Runden mittanzen. Um Mitternacht stoppt die Musik. Die Kranzelmädchen singen das Ehestandslied, die Patentante nimmt der Braut den Kranz vom Kopf ab und bindet ihr einen weißen Schopf auf. Es folgt der Brauttanz. Nach alter Tradition tanzen nur die Männer mit der Braut und werfen davor Geld in die für das Schenken hingestellte Schüssel. Typisch Saar ist, denke ich, die sogenannte Zigeunertanz, aber die sind auch Schwaben. Schwaben, die sich als Zigeuner verkleiden und tanzen Zigeunertanz. Solches. Lebten hier in der Nähe oder in der Umgebung früher Zigeuner oder woher kommt das? Das weiß ich nicht, aber das ist eine lebendige Tradition. Das gibt es bei uns auch, also heute auch. Ich bin ein Lehrer. Ja? Und? In Geschichte und Geografie. Wo? In einem Gymnasium in Tatabány, das heißt Bardo Schlaslo Gymnasium. Gymnasium und PhD-Programm daneben? Das da auch, ja. Wenn der Gottes auch will, dann werde ich einmal eine Historiker aussehen. Ich studiere an der ELTE, Ötvös Loránd Universität, Deutsch als Minderheitensprache und Englisch auf Lehramt. Ich bin jetzt bei der Hälfte, jetzt mache ich meinen Master. Und ein Jahr dann Arbeit in der Schule und dann bekomme ich vielleicht mein Diplom. Beruflich bin ich diese Sommer Arzt geworden. Und jetzt habe ich damit angefangen, diese Woche gerade mit. In einer Klinik zu arbeiten oder in einem Krankenhaus zu arbeiten? Ja. Welche Abteilung? Neurologie. Das ist eine sehr große Sache, dass sie so machen und so viele Mühe geben, weil das ist viele Arbeit. Sie haben auch geforscht und wir haben auch geholfen, die ältere Leute noch gefragt. Bestimmt war das so und was muss man sagen und wie. Gibt es noch Frauen, die vielleicht so geheiratet haben? Gibt es noch ein paar? Gibt es noch, aber sie sind schon 90, schon alt leider.